Hemi sowas auch? Special German helmet. Würde ich jetzt gut machen. Open. Sunglasses. Würde ich jetzt gut machen. Okay. Ja, aber wir haben noch nicht. Bullshit. Oh, can I change? Das ist der erste Helm von Germany. Nein. Yes, now we can change. Not for police. For police. For police. Oh, wait. I can help. Und wie hat es euch gefallen? Sehr gut. Das ist der Hammer, oder? Ja, Wahnsinn. So einen Empfang, wenn du einen Schaufel hättest, ja. Das wäre gigantisch. Mach einen gescheiten Film davor, Rainer, weil dann sehen die mal, was in anderen Ländern abgeht. Original Rolex Uhren, alles original, habe ich es gekauft. Kannst du kaufen links, kannst du kaufen rechts. Komm, gut nein. Und das soll gut sein? Ja, tolle Haut anscheinend. Ah. 10 Jahre jünger, Fitter. Okay. Also Robert, die Rallye ist ja jetzt zu Ende. Wir sind am letzten Tag. Was waren denn für dich die Highlights und was waren denn auch vielleicht die Tiefpunkte? Also, ein Highlight auf jeden Fall war die Wüste. Einfach mal ohne Verkehrsschilder, ohne Verkehrsauto, einfach mal zack durch. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Highlight für mich, finde ich. Was natürlich ein bisschen schwierig war, war immer wieder, wenn Entscheidungen getroffen werden mussten im Team und dann zum Beispiel einer sich damit einverstanden war, da musste natürlich jeder berücksichtigt werden und manchmal war es halt nicht immer ganz möglich. Aber meine Güte, wir haben es am Ende natürlich, man sieht, doch geschafft. Es ist ja auch zum ersten Mal für dich, dass du längere Zeit auch mit Menschen mit Behinderung zusammen warst. Das kommt ja im Alltag auch nicht so oft vor wie bei den meisten Menschen. Was sind denn da deine Erfahrungen? Ja, also bei der Rallye war es eigentlich richtig super. Also keine Probleme gehabt, muss man ehrlich sagen. Ja, ich kam ganz gut zurecht, muss ich sagen. Lena und Uwe haben ja schon aber auch besondere Bedürfnisse. Also mir ist aufgefallen, die sind ja beide auch ein bisschen langsamer als andere. Manchmal muss es ziemlich schnell gehen, man muss sich halt doch irgendwie darauf einstellen. Gab es da nie Probleme auch für dich? Für mich persönlich nicht, weil ich mich ja schon vorher darauf einstellen konnte, dass ich jetzt als Mensch mit Behinderung sozusagen die 3 Wochen jetzt sagen, nicht aushalten muss, aber zusammen verbringen werde. Und ja, deshalb, wie gesagt, konnte ich mich gut darauf vorbereiten. Hat es dich irgendwie auch verändert, diese 3 Wochen? Verändert? Ich denke schon. Also einfach nett miteinander umgehen. Also ich im Alltag bin ich so nicht immer, aber jetzt super, in 3 Wochen. Hat man jetzt viel gelernt, mit anderen Menschen jetzt umzugehen, auch mit Menschen mit Behinderung jetzt, was man ja, wie gesagt, nicht immer im Alltag hat. Okay, danke dir. Okay, können Sie mir sagen, über die Rallye, wie ist das mitgeteilt und welche Team und woher kommen Sie?
Also wir sind Team Nummer 777. Wir wollten einfach was Besonderes. Das macht nicht jeder und schon gar nicht an der Hochzeit. Und haben wir gesagt, das ist genau das Richtige für uns. Bulgarien, Istanbul. Und also was wir sehr positiv mitgenommen haben, dass wir überall sehr herzlich aufgenommen wurden, auch in Israel drüben. Und die gut 8-9 Tage in der Türkei, was da alles geboten wurde für uns. Und die Sicherheit, die sich dieser Staat um uns gemacht hat, also es war sehr beeindruckend.